Manchmal möchte man aus einer Vielzahl von ähnlichen Fotos das aussuchen, was ich behalten oder bearbeiten möchte. Und dafür gibt es hier in Photoshop Lightroom die Vergleichsansicht. Tastenkürzel ist C oder man kann hier auf dieses Symbol klicken. Das ist auch das Symbol für die Vergleichsansicht. Zunächst schauen wir uns die Bilder an, die in die engere Auswahl kommen. Und zwar soll es um eine Yacht gehen. Das heißt, ich gehe mal mit G in die Grid View hier rein und vergrößere hier die Miniaturen etwas. Ich will irgendwas mit einer Yacht haben. Hier sehe ich eine Yacht. Ich wähle die Bilder jetzt aus mit gedrückter Steuerungstaste. Hier ist auch noch Yacht. Hier ist ein Yachthafen da. Da haben wir noch was. Und ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Jetzt möchte ich die gerne miteinander vergleichen und gehe hier mit C oder durch Klick auf diesen Button hier in die Vergleichsansicht. Und hier bekomme ich zunächst zwei Bilder angezeigt, obwohl ich fünf ausgewählt habe, nämlich eins. Das nennt sich Auswählen. Das heißt, es ist im Prinzip das Bild, was bislang das Beste ist, was ich gerne nehmen möchte. Und hier rechts ist dann der Kandidat. Das heißt, das Bild, das ich mit diesem vergleiche. Und dann kann ich dann entscheiden, welches das Beste ist, was ich behalten will oder bearbeiten will oder wie auch immer. Was jetzt hier zunächst auffällt, ist, wir haben etwas wenig Platz. Das heißt, ich drücke ganz einfach mal Shift und Tabulator. Da haben wir mehr Platz und die Werkzeugleiste ist noch da. Falls sie nicht da sein sollte, einfach T drücken. Ne? Mit T kann man die Werkzeugleiste an- und ausschalten. Tja, wir haben also jetzt hier zwei Bilder und ich kann zunächst hier diese Bilder zoomen. Ich kann also näher ranzoomen, was manchmal sinnvoll ist, wenn es um die Schärfe geht. Oder aber wenn ich erstmal schauen will, welches Motiv gefällt mir, kann ich die Zoom-Stufe etwas zurücknehmen. Und wenn ich hier zwei unterschiedliche Bilder habe von, ich sag mal, von der Zoom-Stufe in Anführungsstrichen, also das Bild hier ist etwas weit weg, das Schiff, um das beurteilen zu können, dann kann ich das hier anklicken und dann hier dieses Schloss deaktivieren. Das ist Verknüpfungsfokus, nennt sich das. Das heißt, wenn ich jetzt hier zoome, dann wird wirklich nur hier dieses rechte Bild gezoomt, das gerade aktiviert ist. Und wenn ich das Schloss dann wieder schließe, sieht man, wie die Zoomstufe wieder angeglichen wird. Also auch eine ganz nützliche Funktion. So, wir haben also zwei Bilder. Einmal der ausgewählt, das heißt, das ist das, was bislang mal das Beste sein soll. Und hier sind dann die Kandidaten. Und mit den Kandidaten kann ich jetzt, wir haben ja insgesamt fünf Bilder selektiert, kann ich durch die Kandidaten durchgehen. Und Sie werden sehen, das Bild bleibt zunächst immer erhalten. Und das sind die Bilder, die ich im Verhältnis zu dem einfach mal anschauen und vergleichen möchte. Um jetzt weiter in den fünf Bildern, die ich markiert habe, zu scrollen oder hier die durchzugehen, klicke ich auf diesen Pfeil, nächstes Foto auswählen und schon haben wir ein anderes. Das gefällt mir sogar besser hier. Das ist etwas flau. Deshalb möchte ich gerne, dass das jetzt hier an die erste Stelle kommt. Und das ist auch relativ simpel. Dafür brauche ich nur hier auf diesen Button hier zu klicken, Auswahl vornehmen. Und man sieht, das Bild ist jetzt hier rüber als unser ausgewähltes. Und hier ist schon der nächste Kandidat. Jetzt kann ich hier mit diesen Pfeilen durchgehen. Das hatten wir eben schon mal. Gehe ich wieder vor. Das hatten wir noch nicht. Ist auch nicht schlecht, ist etwas näher fotografiert, sieht mir auch schärfer aus, kontrastreicher. Also würde ich hier sagen, das ist auf jeden Fall besser als das. Also klicke nochmal hier drauf. Das ist das jetzt hier unser Kandidat. Und hier haben wir schon das nächste Bild und das ist wohl noch besser. Die sind wohl bearbeitet worden, deshalb werden die jetzt von Mal zu Mal besser. Nehmen wir nochmal ein anderes. Was wir noch haben, das war's schon. Das waren die letzten. Also wenn ich mir das jetzt nochmal anschaue, das war bislang der Beste und gehe nochmal die Bilder durch, dann glaube ich, habe ich das Richtige schon gefunden. Vielleicht das allerletzte hier, das ist noch besser. Ich glaube, das nehme ich. Dann brauche ich einfach nur, weil es ja der Kandidat ist und nicht die Auswahl, hier draufklicken. Dann wird dieses Bild zur Auswahl und jetzt habe ich im Prinzip mein Bild gefunden, was ich gerne hätte, beziehungsweise mit dem ich arbeiten möchte. Wenn ich dann also die Auswahl getroffen habe, dann gehe ich entweder hier auf diesen Button Fertig oder klicke erneut hier drauf, Vergleichsansicht oder benutze das Tastenkürzel C und schon bin ich dann wieder im normalen Modus und das von mir ausgewählte Bild ist auch gleichzeitig direkt ausgewählt bzw. markiert. Um jetzt wieder den Normalzustand herzustellen, einfach Shift und Tabulator drücken und jetzt kann ich hier das Bild bearbeiten.